Die Rosslochklamm im Mürztal. Die Klamm kann durchschritten werden, sofern nicht Lawinengefahr im Winter oder kurz davor oder danach besteht. Bei der Umfahrung des Straßentunnels kann man die imposanten Wasserfälle zum Toten Weib anschauen, die direkt aus dem Felsen entspringen. Zwischen Freien und Schöneben passiert man die Hochreitalm. Die nächste Alm auf dem Weg zum Thürriegel ist die Falbersbachalm. Das Ziel der Bergradlrunde ist die im Sommer bewirtschaftete Thürriegelalm. In einem kurzen steilen Fußmarsch kann man den kleinen Königskogel erreichen und auch einen tollen Ausblick auf den großen Königskogel und die umgebenden Berge erhaschen.